kein neuer Deal für Boateng. Letzten vier EM-Tickets wurden vergeben und Borussia Mönchengladbach muss lange auf Jonas Hofmann verzichten. Das Leben des Tages. Mein Name ist Nico. Es ist Freitag. Freitag. Halleluja, Freunde. Kurzer Disclaimer. Ab Montag bin ich im Urlaub und dann wird Niklas, der Golden Boy, zum ersten Mal in seinem Leben fünf Tage, die Daily News übernehmen. Also, gebt dem Mann ein bisschen Liebe, habt ein bisschen Nachsicht, wenn es ein bisschen später kommt. Nächste Woche Daily News mit Niklas! Es war die News des Nachmittags gestern. Der FC Bayern wird den Vertrag mit Jerome Boateng nicht verlängern. Und das kam für Berater und Boateng komplett aus dem Nichts. Man ist sich beim FC Bayern wohl nicht sicher, ob Jerome Boateng körperlich in der neuen Saison noch in der Lage wird, regelmäßig über 90 Minuten zu spielen. Der Mann ist jetzt 32 Jahre alt und als Beispiel kann man natürlich das Champions League Finale anführen, wo er nach 25 Minuten runter musste. Man darf aber auch nicht vergessen, dass Jerome Boateng ein angespanntes Verhältnis zur Vereinsführung hat, allen voran Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. Karl-Heinz Rummenigge hatte irgendwann mal gesagt, dass Boateng back to earth kommen müsste, nur weil er nicht nur Fußball gespielt hat. Und Uli Hoeneß ging noch einen Schritt weiter und sagte irgendwann mal, der Mann ist ein Fremdkörper. Also so richtig gut gelitten ist Boateng bei den Bayern wohl nicht und eine Zukunft gibt es scheinbar auch nicht. Nordmazedonien, die Slowakei, Schottland und Ungarn haben sich die letzten vier der 24 Tickets für die Europameisterschaft gesichert. Woo! Ungarn ist damit nach Portugal und Frankreich der letzte Gegner für die deutsche Nationalmannschaft bei der Euro im nächsten Jahr. Dabei haben die Schotten, die Tottenham Army, es zum ersten Mal seit 1998 geschafft, sich für ein großes Turnier zu qualifizieren. Der Fluch ist vorbei und das Ganze in absolut Last-Minute-Manier. Man führte gegen Serbien bis zur 89. Minute mit 1:0, das hätte gereicht. Dann macht Luka Jovic den Ausgleich und dann kommt es zum Elfmeterschießen und da retten die Schotten sich zur EM. Gratulation! Und Nordmazedonien, die sind zum allerersten Mal dabei. Gestern mit einem 1:0 gegen Georgien. Der 37-jährige Goran Pandev, Rekordnationalspieler und Rekordtorschütze, besorgte den einzigen Treffer des Abends. Nordmazedonien also das erste Mal dabei. Applaus. Gratulation. Jonas Hofmann wird nicht nur die beiden nächsten Nations League-Spiele des DFB verpassen, sondern auch Borussia Mönchengladbach wochenlang fehlen. Das ergab die sportmedizinische Untersuchung gestern. Hofmann hatte sich gegen Tschechien für die Nationalmannschaft einen Muskelriss zugezogen. Und das Ding ist, es ist nicht nur ein Muskelriss, sondern ein Muskelbündelriss. Freunde, habe ich gerade eben falsch gesagt. Und deshalb ist die Ausfallzeit auch noch nicht ganz sicher, könnte aber durchaus einige Wochen sein. Die Geschichte von Ezequiel Palacios und Bayer 04 Leverkusen, das nimmt nicht so richtig Fahrt auf. Nach seiner Ankunft im Januar erst 13 Pflichtspiele absolviert und jetzt hat er sich wohl bei einem Länderspiel gegen Paraguay einen Lendenwirbelbruch zugezogen, der diverse Monate Ausfallzeit nach sich ziehen könnte. Von bis zu 10 Monaten ist die Rede. Gute Besserung an Hofmann und Palacios an dieser Stelle. So, dann machen wir noch eine Sache ganz schnell. Donis Avdijaj, die Legende, der Mann mit dem Swimmingpool. Wer die Geschichte nicht kennt, googelt einfach mal Donis Avdijaj Interview Pferde, Swimmingpool, dann werdet ihr das finden. Viel besser wird es nicht. Er hat einen neuen Verein oder schreibt beim FC Emmen, wo er zuletzt 4 Wochen im Probetraining war. So Leute, das wäre der Augenblick, wo ich euch eigentlich unsere Tipps für die 6er-Pack Tippliga vorstellen würde. Ihr wisst ja, ihr könnt jeden Bundesligaspieltag gegen mich, Pavel und Niklas antreten. Ich habe mich wieder mal zuerst genannt. Clever. Und wie ihr das Ganze macht, ist relativ einfach. Hier unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zur Tippliga und den Code, um beizutreten. Aber dieses Wochenende ist keine Bundesliga. Nein, es ist Länderspielpause. Erst am 21. November geht es weiter mit der Bundesliga. Das ist der 8. Spieltag und es ist Jackpot-Woche, Freunde. 250.000 Euro sind im Jackpot, wenn ihr alle 6 Spiele richtig tippt. Außerdem ist der Trostpreis von 2.000 auf 5.000 Euro angehoben. Und wir geben noch einen Puma Ultra Fußballschuh oben drauf. Der kommt von OneFootball dazu. Also, hier unten draufklicken, Code eingeben, in unserer Liga beitreten und gegen mich, den Tippkönig, verlieren, wenn ich mal wieder 6 Punkte mache. Ach so, ja, dann gab es außerdem gestern noch irgendwie ein Twitter-Beef zwischen Kroos, Aubameyang und Özil, aber das ist mir eigentlich auch zu blöd. Also würde ich sagen, wir gehen ins Wochenende, oder? Nachher eine Tierlist und, Freunde, ganz eventuell habe ich ein kleines Urlaubsgeschenk für euch, was nächste Woche kommt. Goats, wir sprechen uns dann. Bis dahin, macht's gut!